Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Ich kann das natürlich nur zurückgeben als allererstes, bevor wir zum Spiel kommen, dass ich natürlich auch Kräuter Fürth die Daumen drücke in diesem Kampf um die letzten Punkte. Ja, wir waren eigentlich ganz gut im Spiel. So die ersten 15 Minuten war vielleicht nicht zwingend, aber wir haben schon eine gute Spielkontrolle gehabt, haben immer wieder über Außen, über Philipp, über Enrico gute Angriffe gehabt, gut angeschoben, immer wieder auf Flanken gehabt. Ja, und dann passiert das Tor, da verteidigen wir nicht gut. Erstmal am Flügel lassen wir es zu, dass er durch zwei Leute durchgeht. Die Flanke hinten ist Enrico ein bisschen zu weit vor, ist er schlecht postiert, dass der Schuss dann möglich ist. Ja, und das hat uns dann so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Das hat man gemerkt, dass wir dann so ein bisschen Zeit gebraucht haben. Wir waren dann bemüht, aber ohne jetzt wirklich wieder ins Spiel zu finden, hatten immer mal wieder auch leichte Fehler drin. Das hat dann die Halbzeit gebraucht, auch die Mannschaft daran zu erinnern, dass man zurückliegen kann, dass sowas passieren kann, dass letzten Endes nicht toll ist, keine Frage. Aber dass man in der Lage ist, auch noch zu treffen und Tore zu machen. Und das haben wir dann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, getan. Wir sind entschlossener aufgetreten, haben das Heft noch mehr in die Hand genommen, haben dann die Chancen gut rausgespielt. Gerade das erste Tor ist natürlich ein richtig geiler Flugball von Philipp Max über 30 Meter diagonal, den Ruven super annimmt. Und natürlich gehören am Ende des Tages auch Fehler des Gegners dazu, das ist keine Frage. Aber auch die muss man erstmal ausnutzen, auch da muss man erstmal sein. Und so wie Ruven dann auch das zweite macht, das war einfach klasse gemacht. Auch da haben wir schnell nach vorne gespielt, sind nachgegangen, haben nachgesetzt. Deswegen sehe ich schon so, das war auch in der zweiten Halbzeit, dass wir verdient haben, alles dafür getan haben, dieses Spiel zu drehen. Wir haben dann gesehen, dass wir unsere Nerven im Griff haben. Das war auch so ein Rückstand wirklich aufholen können. Das war das Zeug dazu haben und das ist auch nochmal wichtig jetzt für diese letzten Spiele, dass man wirklich für alles gerüstet ist. Naja, und was wir mal gesehen haben, ist, dass der Kader viel hergibt. Ja, wenn ich jetzt Martin Stoll nehme, der lange nicht gespielt hat und hier ein ganz abgezocktes Spiel hinlegt und gezeigt hat, auch warum er hier ist, nach so einer langen Zeit in so eine Situation reinzukommen. Absoluten Respekt davor. Das gleiche gilt auch für Jungbin Park, der auch nicht so viel Einsätze hatte, aber die letzten zwei, drei Wochen überragend im Training trainiert und wir deswegen gesagt haben, das müssen wir belohnen. Einfach auch diese Trainingsleistung, dieser nimmermüde Einsatz, das ist ja auch was wir hier wollen, was wichtig ist in diesen letzten Spielen, nimmermüde Einsatz, nie aufzugeben. Und das zeigen die Jungs, auch die hinten dran stehen, die Jungs zeigen das. Und das macht für mich nochmal der Mannschaft aus. Nicht nur die Elf, die dann vorne vielleicht gerade mal glänzen können, sondern die Jungs, die dahinter auf ihre Chance warten, dass die nie aufgeben, den Rücken stärken und im richtigen Moment da sind. Und das war heute der Fall. Danke sehr. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by